Viele Menschen sagen, es muss etwas geschehen. Aber es ist falsch. Ich muss etwas verändern. So, wunderbar. Aufmerksamkeit. Ich bin der Matti, zumindest bin ich so über Facebook bekannt. Ich versuche mich kurz zu halten, ich kann mich auch gleich direkt dem anschließen, was der wunderbare Stefan Bartonek wieder gebracht hat. Unsere Bewegung wurde verunglimpft, deswegen muss man schon, wenn man da herkommt und was sagen will, sowas ähnliches wie ein Disclaimer abliefern. Ich versuche es kurz zu fassen, ich habe was Längeres aufgeschrieben, aber das ist mir jetzt zu lang. Ich bin vom Beruf Mensch und ich komme aus der Mitte und es muss reichen. Viele Menschen sagen, es muss etwas geschehen. Aber es ist falsch. Ich muss etwas verändern. Oder wir müssen etwas verändern. Und es geht oft mit ganz einfachen Dingen, oft auch mit ganz billigen Dingen. Ich habe heute das mitgebracht für euch, eine kleine Überraschung, wenn man so will. Ich habe investiert, mächtige 6 Euro, in 90 Stück Straßenkreide. Zur freien Entnahme. Darf ich dann bitten, ihr könnt euch da jeder ein Stück Kreide nehmen. Hier dürfen wir nicht malen, das ist ganz wichtig. Ja? Hier dürfen, das ist ganz furchtbar, wenn man da. Ja? Aber was ihr daheim macht, vor euren Gehsteigen oder vielleicht ein paar Meter weiter. Ich tue da aber niemanden anstacheln. Das ist, ich brauche euch nichts sagen, was man damit machen kann. Das ist das Schöne daran. Und das ist aber gleichzeitig unser Problem. Danke. Dieser Haufen hier, diese Ansammlung von wunderbaren Menschen, wir sind alle top informiert. Wir kennen uns aus. Viele neue Sachen hört man nicht mehr. Ja? Aber wir sind dran, jetzt die anderen zu informieren. Und dazu muss uns beinahe jedes Mittel recht sein, das meinetwegen auch in einer Grauzone unterwegs ist. Ihr habt es vielleicht schon von diesen Aktionen gehört, dass man Geldscheine mit Bleistift beschriften kann, Suchbegriffe drauf zu schreiben auf 10-Euro-Scheine, Monsanto oder TTIP oder so Zeug. Ja? Das kann man mit diesen Straßenkreiden auch machen. Es ist keine dauerhafte Beschädigung von Straßen, weil der nächste Regen wascht weg. Am besten mal lasst von einem 6-jährigen Mädchen malen, dem tut die Polizei nichts. Also, wir haben einen riesengroßen Informationsunterschied. Das ist das größte Problem meiner Meinung nach. Die Massenmedien blenden uns, verwöhnen uns mit Spielen. Die Leute werden desinformiert. Es wird einseitig berichtet, jeder kennt die Probleme. Und wir, die wir hier sitzen, Woche für Woche, wissen offenbar mehr oder andere Sachen und wissen besser Bescheid. Und es ist jetzt, ich sage es noch einmal, unsere Aufgabe, diese Informationen nach draußen zu tragen. Es gibt auch auf Facebook, das ist meine Gruppe, die Gruppe der informierten Bürger, die genau auch dieses Anliegen unterstützt. Gemeinsam müssen wir das jetzt einfach in die Hand nehmen und den Rest der Menschheit einfach informieren. Es geht auch noch über ganz banale Dinge. Schreibt oder erzählt den Leuten von den Dingen, die ihr gehört habt. Ich habe zum Beispiel gehört eine kleine Geschichte, das habe ich vorher erzählt, von einem Zirkuselefanten, dem Teig. Kennt ihn jemand? Ein Zirkuselefant aus Honolulu, der in der Manege seinen Wärter getötet hat, der ihn über 10 Jahre gequält hat, vor Publikum. Es wirft die Frage auf, ob Tiere tatsächlich etwas im Zirkus verloren haben, wenn man sieht, wie diese Tiere reagieren. Dieser Elefant, dieser Teig, hat dann noch jemanden schwer verletzt, der versucht hat, den Wärter zu retten, ist dann geflüchtet auf die Straße und wurde dann von der hiesigen Polizei mit 86 Kugeln erlegt. 86 Kugeln. Ja, ist ein großes Tier. Nichtsdestotrotz, ich habe diese Geschichte einem 13-jährigen Burschen erzählt. Da gibt es ein YouTube-Video von Peter, das dauert keine 5 Minuten, falls jemand wieder mal einen Stress hat und sagt, er kann sich solche Dinge nicht ansehen. 5 Minuten ist keine Zeit. Das findet man auf YouTube. Das könnt ihr mit der Straßenkreide dann übrigens irgendwo. YouTube, Teig, ist nur so ein Hinweis. Dieser 13-jährige Bursche hat es in der Schule erzählt, in dieser Schule gibt es jetzt ein Schulprojekt gegen Tiere im Zoo.
Einfach diese Informationen, wie ihr sie erfährt, ist mir egal. Holt euch die Informationen, wir haben alle den gleichen Zugang oder beinahe denselben Zugang. Holt euch die Informationen und verdammt nochmal, gebt sie weiter. Vielen Dank.